Oder greifen wir direkt seine Basis an? Ja, dann beißt. Dann halt direkt auf seine Basis. Ah, danke, Alter. Das war Jorde. Oh, hat jetzt schon wieder aufgegeben. Ja, Jorde, da kann ich dir echt nicht helfen. Oh, einfach Verteidigungsfestungen. Ist ja so Quatsch. Ich glaube eher, Proof redet von Infinity Lagrange und nicht von Stellaris. Ich rede von Infinity Lagrange, du Banane. Ich spiele nicht, ich rede nicht von Stellaris. Wir haben gerade noch andere Sachen zu tun. Ach Gott, dieser Roboter nervt. Ja. Hallo, Omaki. Entschuldigung für die Verwirrung. Du Striker, ich bin unterwegs. 1 Stunde 19 Minuten brauche ich. Kann ich aussagen, dieser Roboter nervt. Ja, dieser KI-Roboter nervt. Ja, meine ich ja. Ich habe dasselbe Problem. Okay. Oh, moin. Ja, ein Roboter. Oh, moin, da oben. Ja, GZ. Ansprüche, geht schon. Nice. So, jetzt haben sich die ganzen Schiffe wieder aufgezeichnet. Gelohnt. Spielt wer eine Maschinenrasse? Ja, Jorde. Und Arkta wahrscheinlich. Ja, Arkta. Weil Arkta immer Maschine spielt. Ansonsten sehe ich jetzt den. Wenn zu mir immer gesagt wird, spiel doch mal was ganz anderes. Ich darf mich nie auf irgendwas festlegen. Ich soll dann irgendwie plötzlich Demokratie-Kacke machen. Oder sowas. Wenn du Bock hast, nimm an. Wie bitte? Wenn du Lust hast, kannst du annehmen. Nö, ja, kein Bock. Sehr gut. Ich bin ja nicht spirituell, das heißt, ich kann Roboter bauen. Nee, keine Lust. Hast du denn als gewesen Roboter bauen? Als Lituin? Klar. Ja. Warum nicht? Grey Goo. Oh, okay. So. Moin da oben. Moin da unten. Als wenn ihr euch schon ewig kennt. Also das ja. Namens Shifty. Gefunden. Der geht immer so auf Forschung. Ah ja, und alles Gute nachträglich noch, Shifty, zum Geburtstag. Happy Level Up. Kein Problem, ich erinnere mich natürlich an alle Geburtstage in der Community. Na dann sprich. Kannst du vorwärts, rückwärts und seitwärts sagen? Oh no, Hivemind. Moin da unten. Hallo. Grüß Gott, was macht die Kunst? Sie lebt. Das ist nicht gut, schlag sie tot.
und dann essen. Als Demütigung. Hey, verbrennt. Tötet, bevor es Eier legt. Was mehr Eier? Wie sprichst du über meine Mutter? Oh nein, es ist zu spät. What the fuck? Erstmal den Hive-Mind beleidigen. Hey. Beleidige dich ja auch. Warum kann ich dich nicht beleidigen? Hat mehr Köpfe, um mich zurück zu beleidigen. Was gemacht? Ich muss Harm Relations machen, okay, nee. Ist zu anstrengend. Ich bin dafür zu faul. Das sind doch nur ein paar Klicks, aber ich bin dafür zu faul. Sind wir gefühlt alle auf der linken Seite gespawnt? Nee. Nein, wahrscheinlich wird Mika wieder irgendwo ganz alleine sein. Na, nicht wirklich. 12, 13, 14 sehe ich alleine links. Sind das alles Spieler? Nein. Aber Mika würde mal nie was tun. Mika ist nett. Ja, Mika greift nie andere an. Bei Spieler spawnen ja immer so als kleine Gruppen. Das siehst du unten bei zwei. Das ist eine Handelsliga. Pascal Jodl, vier Beide. Oben Lasant und auch direkt daneben sich. Vermut, wir sind immer als Zweiergruppen, so wie es aussieht, gespawnt. Ika, hast du davor mit dem mal Krieg geführt mit dem Dings? Wie heißen die? Deine nördlichen Nachbarn. Ja, ja. Okay. Weil wir haben auch gesehen, dass der irgendwann mal Krieg führt. Kannst du mal raten, wer den Krieg verloren hat? Er? Ich hab den Krieg verloren. Really? Wow. Ich hatte keine Flotte. Oh la la. Relativ schwach. Das für Wasserkriegsmöglichkeit relativ hoch. Lässt du ihn zu viel Zeit, dann radiert er alles aus. Stingbild, oder? Ja. Vielen Dank. Mit Sarah bekomme ich einer deiner Sektionen. Dein Hauptplanet kriegt. Kriege ich da in deiner Sektion verliehen? Bestimmt nicht. Ich kann dir den Vasektomy geben. Lass mal gut sein. Wie stark ist denn deine Flotte? 192, ja, das ist alles okay. Keine gefährlichen Nachbarn. Ich bin nicht gefährlich. Ja, nur du. Lieb. Ich rüste trotzdem mal auf. Immer diese Kriegstreiber. Schön. Kriegstreiber, wie eklig, wo? Ich bin aus Ulk. Kriegstreiberei ist doch schön. Oh, eine Dagerwelt. Oh, cool. Dann jetzt überzeugt. Ist mir egal. Ich hab Hunger, trau mich aber nicht in die Küche zu gehen, ey. Ja, geh in die Küche, da wird schon nichts passieren. Was soll passieren? In 2 Sekunden bist du tot? So, dann geht's auch nicht. Das ist der Vorteil, wenn man Freund hat, da kann einfach etwas zu trinken holen. Sobald er in der Küche ist, schicke ich dir Verstärkung. Währenddessen wir gespielt haben, mal kurz an der Tür mein Essen geholt und bin wieder hochgekommen, also. Mehr Props. Waren wir alle? Nein, ich mehr Planeten. Ich hab schon 8 Planeten, wo Props produziert. Ich mehr Wissen. Ich hab mein Limit schon erreicht mit 4 Planeten. 4 Wissen. Haben wir hier nur hegemonische Imperialisten oben? Nein, ihr habt oben auch Fischer. Roboter. Na danke. Ich weiß aber nicht, was der für Staatselemente hat. Das ist nur eine Maschine, natürlich, ganz kann ich dir sagen. Oh oh! Ja, der hat eine Kriegserklärung bekommen. Thank you.
Eiche Überraschung, oh nein. Nein, das war eine Frage, weil er so aufgeschrien hat. Nein, nein, doch nicht. Dann hat er Ressourcen geschenkt bekommen. Oh je. Oh, Flur. Wo ist der Flur? Doch. Na, Mensch, fertig werden. Eine Abschätzung ist aber auch nur. Kann mir nicht gefährlich werden, oder? Ja. Lass mal an. Ja? Hast du eine Fleet? Ja, warum? Der Roboter neben mir wird blöd. Der nimmt Anspruch auf ein System, der wird bald angreifen. Ich baue schon eine Flotte. Der wird blöd. Er ist blöd. Dafür schraten, die Maschine heißt Janus die Direktive. Ja, der Hoden. Der Hoden. Der bei dir in der Nähe, Akta. Der hat meine nördliche Grenze. Ah. In der Nähe ist untertrieben, leider. Lässt du mir drin? G-Agent. Ja, mein Reich wird wahrscheinlich immer größer werden. Also. Ich habe echt zu viel geschillt, ey. Jetzt schon BDF. Oh, Crime. Weiß das Spiel selber nicht, fick dich. So, rekrutieren wir mal eine Armee. Auf die Stabilität. Ich habe eine Stabilität von 81 und 2 Einführungen, das ist eine neue Kolonie von mir. Wenn du Abweichung drauf drüber hältst, steht da, wodurch Kriminalität erzeugt wird und wodurch das verhindert wird. Das steht nur von Pops 1. Ah, Moment, ich weiß warum. Jobs, um das zu verhindern. Ja, das und vielleicht auch einen Governor. Das stimmt vielleicht auch. Translation Malfunction. Ich habe jetzt Streit mit der Pizza Fungi. Nein. Nicht die arme Pizza. Ekelhaft. Und anscheinend. Mach sofort Frieden mit der Pizza. Pizza ist immer Frieden. Die Pizza ist mein einzigster, mit dem Trost ich hier heute halbwegs handeln kann in der Umgebung. Was ist denn die Pizza? Die Pizza ist rechts von mir. Pizza. Ja. So, fest beim Ersten. Ganz entspannt an dem Imperium. Und das ist im Moment hier kein Ding. Ich habe halt einfach ein bisschen zu sehr geschillt beim Militärausbau, weil Jorda halt kein Gegner ist. Da hat die KI mich halt angegriffen.
Das ist halt gerade hier kein Ding. Manager? Warum macht das Manager? Wenn du es eingestellt hast, ist eine Frage. Kann ich damit Karens abwehren? Ach, das ist von den. Nee, damit ziehst du die an. Oh nein. Dann will ich das nicht. Oh doch, ich brauche das aber. Da. Ich hab fast meine Precursor. Perfekt. Ach so, das ist das Dimensionsportal noch. Die Kakasagi haben gerade den Krieg erklärt. Können wir auch es mal deswegen machen. Jetzt ist. Verdammt. Wissen wir, das Schiff, das Flotte. Ah, dabei. Was ist mit der KI los? Noch nie so eine aktive KI erlebt. Gefallen des Empire. Yay, ich hab einen Spieler gefunden. Oh nee, Jordel. Scheiße. Ah nee, doch kein Spieler. Nee, ist Jordel. Wow. Da ist der KI besser. Spielerreich. Ach Gott, Leute. Okay, mal Spionagen jetzt aufbauen. Wo ist denn der? Ich seh ihn gar nicht auf der Map. Jordel, mach mal Piep. Also wenn man mit allen eine Beziehung von ungefähr minus 300 oder Shitter. Mehr hat, dann ist das gut, oder? Ja, excellent. Ich habe minus 780, 770. Also es lasst nur Freiraum für Diplomatie. Ja. Warum gibst du mir 2.000 Alloys? Weil ich mehr Planeten haben möchte. Das. Funktioniert so nicht. Moment. Doch, das funktioniert so, wenn du mir ein System dafür gibst, wo ein Planet drin ist. Ja, okay. Wenn Arkta sagt, es funktioniert so, dann funktioniert das so. Zudem ist halt die Sternbasis da jetzt mitgegeben, das ist doof. Hast du mehr als genügend Ausgleich dafür bekommen? Nein. Findest du nicht? Nein. Will ja mal nicht so sein. Kriegserklärung, das freut einen doch. Ja, wir wollen ja gute Beziehungen miteinander pflegen. Nein. Oh. Noch so ein Angebot und ich hole mir das System zurück. Ich wollte nur gute Beziehung pflegen. Also muss man sich ja über die Runden halten. Das ist aber jetzt echt ungünstig. Ja, was ungünstig ist, dass ich ihm das System aus Versehen gegeben habe. Egal.
Kann ich eh nichts mit anfangen. Muss ich mir schauen, dass er keine Sicherheitslücke für mich wird. Ich will keinen Krieg mit dir, keine Sorge. Ja, das sagen sie alle und dann behaupten sie, man hat seinen Radiosender. Nee. Wir führen den Krieg hinter deinen Grenzen. Aha. Nicht in deinen Grenzen. Ey, das ist echt stressig mit zwei Säuberer um einen rum. Oh ja. Was, das zwei Säuberer? Alter, erst zwei Kaufflotte, jetzt kommt schon die vier Kaufflotte. Ja, du machst das. Ja. Gerne doch. Ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Nee. Was sagst du zum Italiener, weißt du? Das ist wortwörtlich eine Pizza. So. Ah, du bist eh nicht groß wie ich. Praktisch. Was? Digga, ein bisschen falsch. So, mein Forschungsschiff in Ruhe. So. Keine Sorge, du dämlicher KI-Nachbar, du wirst noch sehen, was du davon hast. Machst du das eigentlich per Hand oder ist das automatisch so? Was? Dein System. Heißen die alle speziell? Ja, alle. Und oh, Patrick macht für deinen Patrick-Move. Er hat nicht gerade wenig Systeme. Wieso? Ja, aber du kannst ja direkt. Marcel? Hä? Was meinst du? Ja, du hast den Namen wieder genommen, oder? Ja. Yeah. Fagisawa gerade nicht. Was? Fagisawa gerade nicht. Das Mal ist es woanders. Okay. Hallo. Hallo? Hallo, wer? Oh, General Kenobi. Hallihallo! Steinschwarm? Ich weiß nicht. Hallo, du Kaspizza. Wie kommt man auf die der Käsewitze zum Spülen? Das habe ich jetzt in der Luft zerrissen. Es hat so unnötig viel Ressourcen gekostet. Ich hasse es. Wait. Oh, na, no, auf den falle ich nicht rein. Na dann bauen wir mal Schiffchen. Denn da fliegen quasi 5 Zoll Stürmer oder Korvette mit irgendwas Großem? Mika. Ja? Bei unseren Kollegen hat gerade der Planet an Aufstand begonnen. Jetzt sei es unabhängig. Ja, genau. Habe ich auch gerade gesehen. Ich schaue gerade zur Karte, bewegt die Flotte dahin. Und der ist unabhängig. Fuck. Ich habe die Vatikanstadt jetzt genau neben mir. Das ist das Problem. Ja. Das stimmt. Thank you.
Bitte, was geschehen? Oh, das ist gut. Hallo? Notteam. Hallo? Hängt das bei euch auch? Ja. Nein. Nö. Doch, weil Notti anscheinend rausfliegt. Der hängt nämlich 3 Tage zurück. Und ja, der ist weg. Und da ist er weg. Notti? Notti? Wenn Notti wiederkommt, kommt er wieder. Gut. Wenn nicht, tja. Ist er nicht wiedergekommen. Ist er halt nicht wiedergekommen, genau. Ja, meine Schiffsnummer, Alter. Vor jedem Schiffsnummer steht statt ISS einfach nur Pizza. Die Pizza Promise. Modem ist finster, Notti ist nicht amused. Aber er sagt Modem zu seinem Internet. Oh oh. Boomerlam. Boomerlam. Wupp, wupp, Boomerlam. So richtige Alarmsirene. Boomerlam. Ja. Ja, Akta, schön, dass du auch da bist. Nee, ich war auf dem Discord. Was soll denn sonst mit ihm passiert sein? Und spontane Selbstentzündung. Ja, habe ich auch von gehört, nachdem er ein Steak gegessen hat. Dass er schon wieder da ist, als er rausfliegt. Wenn es dein Ei geplatzt. Dein linkes. Alle. Alle drei. Alle drei. Aber ich würde schon sagen 4, aber 3 gibt es ja. Ach, das ist doch alles kacke hier. Bei mir läuft's noch. Ich bin sofort weg. Ja, der Säuberer ist hier völlig ausgerastet. Hast du dich nicht angeschaut? Aber seit ein paar Updates hatten die es schon immer die ganze Zeit, dass irgendwie fanatische Säuberer oder Gestaltbewusstsein richtig durchschauen. Ja, das Ding ist, erst sind die fanatisch spirituell noch nicht. Dann hat man Status Quo. Und dann kam halt direkt der Säuberer hinterher. Sehr schön. Allen geht's gut, also gut. Yep. Ja, noch was. Pascal sieht noch keine Zukunft, wo er ausradiert wird, also alles gut. Ich werde eh in der Regel nicht ausradiert von KI-Gegnern oder sonst irgendwas der Nachbarschaft. Are you sure about that? Alles gibt's erstes Mal. Auf dem Bildschirm. Oh, die Racket-Unternehmer. Oh. Patrick, du hast die Schultern auf der Giganten, gell? Ja. Macht ja Ökologie. Okay, dann war schön den Berg, du was kriegst. Ja. Ja, wer gerade krieg. Ja.
brauche halt so wenig Legierungen, naja. Hm, diplomatische Beleidigung. Ihr seid zu schwach, aber eure Penisse sehen schön aus. Das würde ich nicht als Beleidigung ansehen. Piep, 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 piep. Okay. Ach, hi, Desperate. Hab gar nicht mitbekommen, dass du angekommen bist. Jetzt überspringt ja aber ein Ereignis am anderen. Du baust Verwaltungsgebäude. Nein, noch nicht. Ich bin nur knapp drüber. Hallo Yoshi. Also es wird nicht überbewertet, man sollte halt schon eine gewisse Balance machen. Aber die Verwaltung explodiert später eh im Verlauf des Spiels. Auch ohne, dass du Verwaltungsgebäude ohne Ende baust. Hatte ich da nicht schon mal ein Kolonieschiff hingeschickt? Ich bin irritiert. Ah ne, war ein anderer Planet. Oh, Kacke. Moment. Das ist die Kapitulation, Annette. Auf welchem Planeten habe ich denn... So, jetzt aber. Ja, ist jedem das Seine. Es gibt unterschiedliche Spielweisen und es gibt auch wahrscheinlich die ultimative Spielweise.
bin mal nicht mehr zu jedem ein Arschloch, den ich das erste Mal treffe. Danke. Das hat bei euch gedauert. Sie sind zu groß und mächtig. Ja, ich bin ein netter Freund und Helfer. Ich bringe euch Liebe. Brecht ihm die Beine! Er bringt uns schwach. Ihr seid schwach, ich mache euch nieder. Wie ein 800er System. Und da habe ich eigentlich echt eine gute Startposition gehabt. Würde ich gerne behaupten. Wollt ihr bitte leise sterben da hinten? Ich glaube, was ist nicht der Tod, der gesprochen hat. Boah, ihr seid auch noch im Krieg. Mit irgendwem. Ja. Nicht du. Ja, trotzdem. Ach, Pumba. Kapitulieren hoffentlich. Naja. Er hatte kapituliert. Ach, Stellaris 2 wird nie kommen. Kannst du knicken. Warum auch? Das ist nicht in der Priorität von Paradox. Da wird erstmal die nächsten Jahre nur bedient. Mit DLCs etc. Ich würde ja so wie Stellaris Abdel sagen, ist Stellaris ja in der dritten Ära. Von denen, wie es wie das Spiel aufgebaut wurde. Ich habe am Anfang den falschen Planet besiegt. Das war das Problem. Der Loser besiedelt. Würde ich den Planet der Gewinner besiedeln müssen. Ja, das wird das Problem gewesen sein. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Meckler? Läuft der imperiale Feldzug gut? Da ich keinen Krieg zurzeit habe, natürlich. Warum nicht? Nee, Stellaris 1.0 war noch was ganz anderes, sag ich mal, vom Gesamtkonzept. Das wissen aber, glaube ich, alle, die Stellaris... Ah, nee, wer heute anfängt, hat eigentlich mit... Du kannst ja 1.0 immer noch spielen. Du musst ja nur Beta-Einstellungen machen. Version 1.0 kannst du ja rückwirkend noch installieren. Ja, 1.05 irgendwas, glaube ich, das früheste, was du machen kannst.
waren doch, glaube ich, schon Distrikte drin, oder? Früher war Planetenaufbau ohne Distrikte. Ja, ich weiß. Ich meine aber das älteste Update. Da sind schon Distrikte drin. Oh, jemand hat mir den Krieg erklärt. Nicht ich. Jemand hat was Gutes getan. So, wer hat dir den Krieg erklärt, dem schicke ich eben Ressourcen. Die KI links übernehmen. KI, ja. Oh. Echte Ressourcen, die ich auch in den Krieg erklärt? Oh, Graf Hanula drückt uns. Das spielt jemand mit dem Casio-Taschenrechner. Du hast das Bildschirm. Hänge ich hinterher, oder was? Ja. Nicht so viel auf dem Desktop Pornos gucken nebenbei. Wir kennen das Spiel. Das mache ich auf dem Handy. Wie ein Profi. Und das Internet für den PC kommt vom Handy. Ein mächtiges Supramesen, was ist denn das für Scheiße? Verbindung zu Ripley verloren. Nee, ich bin jetzt raus. Okay. Oh, hier, die haben mich tot gemacht. Wegfrühstückt. Trotzdem okay. Schön, dass du da warst. Ja, kurz vergnügen. Die Runde war nicht so gut. Dann viel Erfolg noch. Danke. Ja, ciao. Danke gleichfalls. Schönen Abend. Mädchen gefunden. Sechstausende Flotte. Es ist überhaupt nicht überschaubar. Es ist ja zwei Spieler, glaube ich, raus. Genug. Wo ist denn der? Na, weg da. Er hat den Krieg verloren, was ist da? Potze. Ja, ich bin tot, Alter. Was ist denn das für ein Wichser, ey? Was ist passiert, Jorde? Er war einfach mal schneller als ich. Wieso bist du tot, dass du mal da eben alle? Ja, Jorde lebt doch noch. Ein bisschen. Gut wie. Erortet, ne? Ich spiele Pöbel. Und. Ah. Viel Spaß mit dem Gefallen, mit dem gefräßigen Schwarm. Der wird zu dir kommen. Aber Jordan hat doch schon Krieg mit irgendwem. Ja, ich werde gerade vom gefräßigen Schwarm aufgefressen. Bist du unter Jordan? Ja. Hier auf der Flotte. Du bist kein gefräßiger Schwarm, oder? Ich bin eine KI, Ibuba. Ibuba, Buba. Alter, was ist das denn? Das sind echt widerliche KIs drin, diese Runde, muss man mal so sagen. Ach, gib den Consciousness von denen, habe ich jetzt komplett alles weggegeben, Hauptstadt und.
Ich bin auch tot. Ja, du bist doch noch nicht tot. Ja, der ist jetzt hier überall in meinem System drin. Solange die dein System nicht eingenommen hat, ist da noch nichts gelaufen. Richtig, ich habe auch. Bei mir war der auch in meinem System drin. Ich habe trotzdem noch bis zum Ende gekämpft. Und habe auch gewonnen. Einfach ein bisschen pushen mal gegen den Gegner. Ja, noch bauen. Ausbauen. Solange die nicht gefallen ist, steht noch alles auf den Beinen. Korrekt. Auch wenn ich Arc da ungern recht gebe. Das habe ich nie mit denen Kontakt gehabt. Scheiße abziehen. Ich gehe nach rechts, jetzt gehe ich nach links. Jetzt geht nach links. Jetzt geht durch die Mitte. Machst du da? Geh weg. Dann ist sozusagen eine Katze immer. Weil die Katze wird schon irgendwann ein Gier. Ja, die wird eines Tages dich essen, wenn du schläfst. Dann guckst du doch, wenn du ohne Beine aufwachst. Geht schon wieder. Ich glaube, das erste Mal, wenn er in den Spiegel guckt, hat er keine Ohren mehr. Und ab. Sollen sich nicht alle gegen einen Schwarm zusammenschließen? Das würde bedeuten, alle müssten gegen mich kämpfen. Zum Beispiel. Außerdem sind Schwärme schwächer als normale Reiche. Theoretisch müssen wir uns ja alle gegenseitig ausfrontieren. Weil wir fast alle Gestaltbewusstsein sind. Ich bin auch ein Schwarm. Du bist mein Schwarm. Ah, oh, das ist aber nett von dir. Kussi auf Auge. Küsschen aufs Nüsschen zurück. Oh. Du weißt, wie man ein Streamer Influencer für sich begeistert. Wollen wir mal einen Poolstream zusammen machen? Das wäre eine Nummer. Ich hoffe, du bist Bodybuilder. Ah nee, ich hoffe, du bist voll das Hänfling, damit ich wie Bodybuilder aussehe neben dir. Ich kann für dich alles sein, was du willst, Drew. Ah, oh, das sind die Besten. Stirb, Alter, stirb einfach. Ich dachte, du hast schon Frieden bei dir. Ja, so sehe ich auch aus, Mann. Ich glaube, da stand zwischendurch was. Stand nicht von dir.
Patrick, warum nimmst du ab? Was? Achso, wir sind wirklich tot. Wow. Ey, du schmeißt hier alles um, du blödes Vieh. Hast du gut gemacht, Katze. Katze, Katze. Kann ich doch Kamera aus dem Posten aufmachen, Marcel, bei dir? Was? Kann ich bei dir Kamera aus dem Posten aufmachen? Wohl, du weißt ja schon. Dann müsstest du mittlerweile irgendwo anders gelandet, oder? Na, immer nur unter Unternehmen. Na, du bist ja immer nur Diplomatie-Spionage, den gleichen Reiter. Auf dem Planeten, nicht auf dem Diplomatie. Ah ja, danke. Ja, und bauen, Flotte bauen die alle. Dann ist alles gut. Ja, ich kann nicht leider nicht so schnell Flotte bauen, wie der angreift. Du solltest nicht auf Biegen und Brechen seine Flotten angreifen. Du sollst im richtigen Moment angreifen, zum Beispiel wenn er eine Station von dir angreift. Wenn die Flotte abgelenkt Flotten ist. Gegen schwächere Flotten kämpfen, die dann wieder heilen. So dass du halt, deutlich besser tradest. Du kannst den ganzen Scheiß auch wieder zurück einnehmen, ist doch nicht sofort gelaufen. Na, der ist jetzt mit ein paar Tausender Flotten bei mir drin. Ein paar Tausender? What the fuck? Ist das hier verschlingender Schwarm oder Exterminator oder was? Wenn ja, dann. Nein, es ist viel schlimmer. Es sind autoritäre. Danke, Tompo, für Twitch Prime. Realisten. Nein, Jordi, du bist tot. Ich hab mein Bestes gegeben, statt dir zu helfen. Mika, du Schwein! Mann! Ey, was? Zeit zu sterben, Jordi. Niemals! Sollte ich jetzt noch einen Teil von Jordis Gebiet übernehmen, bevor der ganz tot ist? Ja, mach das. Mach. Also ich meine durch Krieg. Mach! Ja, mach, Alter, der breitet sich so schnell aus, glaub mir. Ja. Er breitet sich so schnell aus. Jordi hat einen Krieg geführt. Nein, der Gegner breitet sich sehr schnell aus. Alles ist Mikas Schuld. Ich hab nichts gemacht. Ach nein, jetzt habe ich Grenzkontakt mit diesem dummen Ding. Ich will das nicht haben. Kann das mal bitte jemand wieder wegnehmen? Mika, danke für die Einwohner. Ach, bitte? Du meinst Wolf. Danke für die Einwohner. Ich jetzt. Ja, du hast Flüchtlingskrieg ausgelöst. Hast du irgendeine Empfehlung von einem Planeten? Eine Hauptstadt. Ja? Warte, ich mach's dir ganz einfach, Pascal. Hauptstadt. Nein, du darfst mir nichts übergeben. Nein, ich erkläre dir den Krieg. Nein, erklär mir nicht den Krieg. Das war ein Joke. Was war ein Joke? Jetzt erhitzen sich hier aber die Gemüter. Ich doch nicht. Der Joke war ein Joke. Ich kann dir auch den Krieg erklären, wenn ich will. Also wenn du noch irgendwas oder irgendjemand noch irgendwas einnehmen möchte, soll das sich beeilen, weil... Spielt er mit allen DLCs, natürlich. Bald ist nichts mehr da. Von dir will man nichts haben. Wunder, dass dir nichts läuft. Oh, ich hab ein paar schöne Systeme. Scheiße. Nein. Hast du den Handel von Jordel angenommen? Nein. Ich hab außerdem versehen was gekauft, was ich nicht wollte. Was soll sich die Jordel-KI drum kümmern? Das kannst du machen. Und Jordel hat aufgegeben. Aber er war nicht als Erster. Obwohl, dann bleib ich drin. Ich bin zwar vor allem. Die anderen sind davor gestorben oder sind durch Internetprobleme rausgeflogen. Mein Legierungsplan ist weg. Vor allem, das ist voll das Arschloch. Ich hab mich mit dem Boot gestellt und auf einmal fällt der Penner mir voll in den Rücken, ey. Boot stellen heißt, wenn ich einen Angriffspack zu machen. Kannst dich mit manchen KIs nicht gut stellen. Lassen dich einfach. Gesichtsakro und so. Wollte ich genauso. Du kannst das auch mal. Das zu erkennen, mit wem, was du wie machen musst. Muss halt noch ein bisschen weiter ausbauen bei mir. Bevor ich ein bisschen was von Jordi einnehmen kann. Wo
so am Arsch. Schwein, ich hasse dich. Was willst du von mir? Ein bisschen Jorlel abgegriffen. Bevor aber das römische katholische Reich untergeht, werde ich noch Informationen teilen. Hey. Wie du möchtest. Gib mir Legierung für die Information. mein Legierungsplanet ist weg. Ich kann keine Legierung mehr produzieren. Nein! Nicht zum Legierungsplanet hätte machen können. Ich habe einfach keinen passenden Planeten, den ich zum Legierungsplaneten machen kann. Die Runde ist halt einfach für mich gelaufen, halt schon. Ja, ich hatte einen perfekten. Also. Jetzt habe ich Grenzkontakt zu weiß ich nicht, was das. Das ist sauber. Schon Mühe geben, dass die mich gucken macht. Jodelstab ist scheiße. Auf den extra Spionage eingesetzt. Prima Bostina. Ach, mögen meine Jünglinge ehrenvoll sterben. Maschinen haben keine Ehre. Junge, ich bin der Papst, Alter. Die Kinder werden erstmal ordentlich der Maschinenpapst. Zu Missionaren gemacht. Sind in der Galaxy-Version alle, keine Ahnung. Warum nennt mich? Tut mir leid, das weiß ich nicht, in welcher Version alle DLCs sind. Ey, aber ich muss noch sagen, Mika, den Tipp, den du mir gegeben hast, wie man die Städte und so einen Scheiß aufbaut, also die Planeten, war echt geil. Ja, kannst mich weiterempfehlen. Ja. Ich habe so viele Sachen, also so schnell Mineralien und Legierung und sowas produziert, der Hammer. Jürgen, hast du die erste Richtlinien aktiviert, ne? Hammer, da wär's. Die Richtlinien habe ich auch aktiviert, aber da hatte ich leider nur eine. Jürgen hat das erste Mal Stellaris richtig